So, hallo und Servus zusammen. Ich habe mal für meinen Wohnwagen ein richtig cooles Gimmick gekauft und das wollen wir heute einbauen, aber mehr nach dem Intro. Ja, wie gesagt, ich habe mir ein cooles Gimmick gekauft für meinen Wohnwagen. Es ist immer so, wenn man auf dem Stellplatz ankommt, dann ist das doch ja eigentlich im Großen und Ganzen immer Wiese und ein relativ weicher Untergrund. Wenn man dann die Kurbelstützen runter macht, dann ist es ja so, dass dann ganz einfach die Kurbelstützen versinken würde. Also muss man beim Runtermachen erstmal ein bisschen unter den Wohnwagen kriechen, zumindest auf die Knie gehen, um da Platten unter die Kurbelstützen zu machen. Dann hat man schon, wenn man angekommen ist, gleich dreckige oder feuchte Knie. Und das hat mich doch enorm gestört. So bin ich hergegangen und habe gedacht, ah, was gibt's da? Und dann bin ich drauf gekommen und habe das auch schon öfters an anderen Wohnwagen gesehen. Diese Alco Bigfoot-Stützen. Und die habe ich mir jetzt gekauft und die will ich jetzt heute einbauen und dabei nehme ich euch mit. So, jetzt packen wir das Ganze erstmal aus. Gucken mal, ob sie auch drin sind. So, Montageanleitung, dann die Stützen, Befestigungsmaterial und wie gesagt diese vier Stützen. Jawohl, alles drin. Nur ich sehe jetzt noch keine Muttern. Haben die Muttern vergessen? Gehören so selbstsichernde Muttern drauf. Gucken wir mal, wenn ich das Päckchen aufmache, aber ganz ehrlich sieht es gerade so aus, als wenn die fehlen würden. Kippen wir mal alles in den Karton rein. Alles ist drin, nur die selbstsichernden Muttern fehlen. Ich glaube es jetzt echt nicht, ne? Das heißt, dann muss ich die erstmal besorgen. Ansonsten kann ich gar nicht mit dem Einbau weitermachen. Auch Splinde, doch, da ist noch, sind noch zwei. Zwei, drei. 4, 1, 2, 3, 4, alles dabei, nur die selbstsichernden Muttern fehlen. Und da bräuchte ich 8 Stück. Gut, dann werde ich die erstmal besorgen und dann geht's weiter. So, jetzt kann es endlich losgehen. Mittlerweile habe ich mir diese selbstsichernden Muttern besorgt. Ich habe sie jetzt im Baumarkt geholt, weil bis ich das reklamiert habe, die mir das zugeschickt haben, das dauert mir alles zu lange und ich wollte die Stützen heute schon noch montieren. Ja. Was ich zwischenzeitlich gemacht habe, ist, ich habe diese Feder hier eingeführt. Diese Feder, die wird hier nur mit diesem Splint eingemacht und der Splint dann rumgebogen. Die sind sehr stabil, also ich habe sie wirklich kaum rumgebogen gekriegt. Manche machen auch, habe ich jetzt erzählt, erst die Feder an der Stütze fest und biegen das dann rum, aber ich finde es jetzt so rum wesentlich besser. Gut, dann gehen wir mal an den Wohnwagen und bauen das Teil ein. So, jetzt haben wir die Feder. Die Feder, ich gehe her und mache die auf die Innenseite, damit man sie von außen dann nicht sieht. Jetzt wird es nur einfach hier runter gemacht, diese Schraube hier unten durchgesteckt. Dann kommt hier ganz einfach die Scheibe drauf und jetzt diese selbstsichernde Mutter, was man immer aufpassen muss. Und ich brauche noch den Zehnerschlüssel, Zehnergabelschlüssel. Halten wir hier fest. Und hier machen wir das mit der Nuss. So,
Das Ganze darf man nicht zu fest machen, damit es auch noch Spiel hat. Ne? Deswegen beim Festschrauben aufpassen, dass das Ganze nicht zu fest wird. Genau aus dem Grund nimmt man ja selbstsichernde Muttern. So. So, ich denke, das sollte reichen. Spielraum haben wir noch. Das Ganze klappt noch. Und jetzt kommt die Schraube da oben durch. Dann müssen wir die Feder da oben einhängen. Einhängen. Die Scheibe drauf, Beilegscheibe, und die Mutter auch hier drauf. Und hier gilt das Gleiche. Nicht zu fest machen, damit das Ganze dann sich noch bewegen kann. So. Gut. Jawohl, perfekt. Und jetzt machen wir einmal, jetzt drehen wir das Ganze einmal hoch. Und schön ist hier oben. Jetzt machen wir sie einmal runter. Jetzt sehen wir, zurück. Super, und steht. Und wieder. Es ist auch drauf auf dem Bild. So. Ist echt perfekt. So steht es schön. Man muss sich nicht mehr drunter knien und auch beim Hochmachen einfach hochmachen. Die Feder zieht es ran und die Sache ist erledigt. So, habt gesehen, jetzt habe ich eine Stütze dran. Jetzt mache ich das Ganze noch dreimal. Ich denke, die Vorbereitungszeit ist das längste, bis ich diesen Splint da drin habe. Und dran geschraubt ist es ja dann ruckzuck. Und die Zeiten der nassen Hosen oder der Grasflecken auf der Hosen, wenn man auf dem Campingplatz ankommt, sind jetzt endgültig vorbei. Perfekt, freue mich. Hat euch das Video gefallen? Würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch welche nehmt. Zu der Qualität noch von den Alko, die sind zwar nicht die günstigsten, aber die fühlen sich wirklich hochwertig an. Das ist so ein Hartkunststoff, fühlt sich zumindest von der Haptik her sehr hochwertig an. Und es gibt auch billigere Alternativen, aber da habe ich dann schon oft auf den an den Wohnwagen gesehen, dass die einfach so rumbaumeln, und das ist was, das mag ich gar nicht. Also, ich würde mich auch über ein Abo freuen. Dann bis zum nächsten Video und tschüss.